3, 2, 1, let's go! Da bin ich echt. Meine liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir sind hier und haben sie versammelt, um ein Outer Space zu machen. So, wir spielen heute Google Feud. Knackfähigkeit. Okay. Tobi hat keine Knackfähigkeit. Knackfähigkeit. Die gewonnen, weil danke. Ja, klar, nie gewinnen. Das Knacken wieder. Ja, das habe ich doch letzte Folge gemacht. Ja. Du hast jetzt vier Versuche, ne? Das Prinzip des Spiels ist es, dass man auf Englisch gleich eine Kategorie auswählen wird und dann muss man, da sind da irgendwelche Fragen oder Personen in Fragen. Genau, vielleicht gibt es da irgendwelche Fragen. Ja. Oh, da bin ich ja ich. Und... Also so wie wenn man etwas bei Google eingeben würde. Ja, und es geht halt darum, dass wer lass mich man kriegt Punkte. Nein. Du hast hallo, lass mich doch beenden. Jetzt ohne Spaß. Bei diesem Spiel wählt man eine Kategorie aus. Ja. Dann wird ein dann wird eine typische Google Suchanfrage Fresse du vorgeschlagen, beziehungsweise unsere Aufgabe, ja, diese zu vervollständigen. Und zwar so, dass es die Top 10 sozusagen ist, die Leute googeln. Diese zu vervollständigen. Mann, ich hab's erklärt. So wie das, so wie das bei Familienduell damals immer der Fall war. Das ist korrekt. So, es gibt auf jeden Tobi Fall fängt Mann, Lass mich doch einmal die Regel erklären. So, es gibt einen Total Score, das interessiert uns aber nicht. So, es geht nur darum, wer von uns beiden in den Kategorien jeweils mehr Punkte sammelt. Es geht darum, wer den Total Score am Ende am meisten hat. Es geht aber darum, wie viele Punkte man jeweils in dieser Runde gerade macht. Das heißt, ich kann 10.000 erreichen, dann machst du Culture und kriegst nur 8.000. Dann bin ich wieder dran mit People, mach 7.000, dann machst du mit People 6.000. So hätte ich das jetzt gemacht. Ja, dann ist das. Ja, so machen wir das. Wir fangen also an mit Culture. Okay. Warte, Schere, Stein, Papier, wir anfangen. Okay. Schere, Stein, Papier, Brinker. Oh. Hello, darkness, my old friend. Tobi beginnt mit Culture. So, Culture. The Oscars are. The Oscars are. Was schreibe ich jetzt erstens auf? Ich frage. Ich will es irgendwelche fragen. The Oscars are. Dump. Falsch. God damn it. The Oscars are. Ja, was sind die Oscars? Ja, was habe ich geschrieben? Dump, ne? Nein. Overrated. Oh, als ob es das nicht gibt? Hä? Okay. Oh, yeah. Ja, ich wollte stupid schreiben. Mann, ich hab's nicht getan. Okay, dann bin ich jetzt dran mit Culture, richtig? Yeah. Ja, was machen wir denn? Weiß ich nicht. Okay. Recipe for Cake. Oh, da bin ich echt. Oh, da bin ich echt. So der Pie. Was? Okay, jetzt mach endlich. Du hast zwei Versuche. Ich will irgendeine Droge eingeben. Recipe for Crystal Meth. Meth. Oh nein. Nein! Oh. Banana Bread, Meatloaf, Lasagna, Deviled Eggs, WTH, Bro. Tja, dann haben wir beide 0 Punkte erreicht. Ja, in Culture. Ja, okay, dann fange ich jetzt mit People an. I think I'm a... Ich sag gar nichts. Ja, yeah. Das ist falsch. Racist. Genie. Nein. Nein! Ja! Wieso hab ich das gesagt? Okay, ich I know. Think... Belieber? Ja, probier's aus. I think I'm a German. Komm, I think I'm a German. No. Oh, Mann. I think I'm a sofa. I think I'm a cat. I think I'm a sociopath. Okay. Wieso sollte noch jemand googeln, dass er glaubt, dass er eine Katze ist? Ja, wieso sollte er googeln, dass er ein Sofa ist? Dann bin ich jetzt dran. I want to be billionaire. Fällt mir gerade so spannend. Wie schreibt man das so? Billionaire. Schreibt man das so? Ich habe mein eigenes Trigger. Google. Nein, kein Google. Ist das denn richtig geschrieben? War das richtig geschrieben? Jetzt im Ernst. Komm, das kannst du mir ja. Du kannst mir ja nicht. Du bist ein Arsch. I want to be a rich man. Mit Eva! Hello, darkness, my old friend. I want to be a guy. Oh Mann, ey. A girl! Mann, a model! Und hättest du Billionär richtig geschrieben? Dann wieso sagst du mir denn nicht, wie man das schreibt? Sonst hätte ich jetzt locker 18.000 du hast Abitur gemacht mit Englisch als LK. Ja, ich war in Englisch nie gut. Ja, warum nimmst du es dann ja, als wieso LK? Wieso spielen wir denn überhaupt was auf Englisch geschrieben werden muss? Da kann man Glück haben, man kann Pech haben. Was ist denn Mara? Mara. Ja, kennst du irgendeine Mara? Nein. Dann musst du jetzt einfach irgendwelche Nachnamen auf gut Glück Mara eingeben. Mara Jones. Zum Beispiel. Ja, nein. Marie. Digga, was? Schöne Tastatur. Ist ja komplett nass. Wie pervers bist du denn Mal drauf? Jetzt hör auf, was hast du denn für einen Spuckfetisch, Mara. Alter? Alter, was hat das mit Fetisch zu tun, nur weil ich aus Versehen gespuckt habe? Was ist ein typischer Nachname denn? Ich hab Jones Smith.
Yeah. Mara Wilson, Hoffman, Jade, Hoffman, Swim. Na, jetzt bin ich dran mit Names. Immer noch 0 Punkte. Was ist denn das hier? Los, jetzt mal. Liebe Freunde, Names, ist das eine Glücks- oder Pechsache? Fresse du. Shirley. Ich kenne keine Shirley. Ich kenne eine Shirley, aber ich weiß den Nachnamen gerade nicht. Ja, dann musst du halt googeln. Wie heißt die Schauspielerin denn? Shirley Holmes? Ja. Ja, schreib einfach selber auf wie ich, Smith, und jetzt bin ich nur Jones. Was? Was? Wieso? Warum bei mir nicht? 9000 zu 0 für Matti. Shirley. Are you kidding me? Adams. Es gibt ernsthaft eine Shirley Jones? Shirley, und wieso gab es keine Mara Jones? Da ist aber nicht die Shirley bei, die ich meinte. Naja, egal. Okay, questions. Is it fun to be a girl? Is it fun to be a guy? Is it fun to be a boy? Mann, als wenn das jetzt bei dir so is einfach ist. Is it fun 24.000 zu 0? Star. Barista, Lawyer, Cat. Cat. 24.000 zu 0. 24.000 zu 0? Yes. Questions. Can I be a guy? Girl. Tja, hast du schon zwei verkackt. Mann! Hast du nur noch einen Versuch frei, Tobi? Cat. Mann, Cat ist immer... Ich hab keinen Bock mehr. Okay, Runde 1 gewinnt damit Matti. Also, ich hab jetzt die erste Runde verloren. Erste Runde hast du verloren, 1-0 für Matti. So, Tom Hanks ist... A nice guy. Ja, als ob das irgendwer googelt. Mann! A bunch of animals. Dead. Forrest Gump. Married to James Bond. Was? Culture, ne? Culture. Culture Candida. Okay. Cool. Who sells the best Coke? Drugs. Cell phones. Potato salad? Fireworks. Pillows. So, jetzt geht's weiter mit People. When you die. When you die. Oh mein Gott, ist das schon das go to hell. Decompose. Hashtag. Ohne Hashtag. You are dead. You die. You poop. You go bye-bye, you go wake to heaven or hell. Tree. I'm too hot. Das schreibe ich, glaube ich, nicht auf. Wetten, das ist das Nummer 1. Rich? Nein. Ja, nein. I'm too handsome. Ja, das kommt ausgerechnet von dir. Nein, ugly erstmal. Erstmal sicher gehen. Mann! I'm too nice. Good for you, Drake. Fat, hot. I'm too fat to be a hipster. Das ist ein Shirt wahrscheinlich. Warte, lass mal gucken, was da kommt. Ich sag ja, das ist ein. Ja, T-Shirt. Da steht doch Shirt. Ja, Mann, ich bin jetzt dran. Es steht immer noch 9000 zu 0. Christopher Nolan. Arsch. Bam! Ja, und weiter. Weiter. Christopher Lee. Bam! Weiter. 9000 zu 9000. Weiter. Christopher. Als ob du keine weiteren Christophers kennst, dein Ernst? Christopher. Tobi, kennst du denn Christopher Reeves zum Beispiel? Walken! Oh, Idiot! Oh, wieso kenne ich Christopher Walken? Kennst du Christopher Columbus? Schon mal gehört? Ja, als ob ich gerade an Christoph Kolumbus gedacht habe. Egal, ich habe meine 9000. So, Matti mit Names. Es steht 9000 zu 9000. Das ist korrekt. Jeff. Oh nein. Oh nein. Da kenne ich auch viele. Nicht. Ich kenne nur einen gerade spontan. Doch, den würde ich. Mit Doppel-S geschrieben? Nein. Komm schon, das ist meine Chance, gleich zu ziehen. Ja, ich kenne auch noch drei, aber die. Ja, dann mach mal. Dann mach. Nein. Los. Jeff Jones. Ja. Okay, meiner ist nicht dabei. Ich hätte Jeff Side eingegeben, aber der ist nicht dabei. Okay. Jeff Daniels, komm, den kennst du doch. Ja. Jeff Daniels. Is it easy to grow a tree? Weed. Ja. Is it easy to grow up? Watermelon? Ja klar, Strawberries, Mushrooms, Pot. Ja gut. Du hast gespuckt. Ja, Pot geben die ein, aber egal, Weed nicht. Ist mir alles egal, jetzt weil Spargel, du wer will denn Spargel anpflanzen? Du bist eklig. Oh nein, es steht 9000 zu 9000. Wenn du jetzt abräumst, dann hast du abgeräumt. Ja, ich muss nur eine Sache richtig haben. Ja. Is it painful to die? Yeah. Okay, ist auch ein Spaß. Wer googelt das denn? Es weiß doch jeder Mensch, dass es wehtut, geschlagen zu werden. Is it painful to... Ich hab gewonnen! Das steht 1-1. Ich weiß, ich meine, diese Runde habe ich gewonnen! Machen wir die letzte Runde jetzt? Okay, ja. Dann fange ich wieder an. Diese Runde entscheidet. Culture, Tobi beginnt. Indiana Jones and ja, Tobi, oh, komm. Oh nein, ich ja, kenne Tobi. Keine Indiana Jones Filme. Ja, komm, nur einen einzigen. Hin. Mann! Das ist geil. Yeah. Harrison Ford. And the Harrison. Gibt's bestimmt. Oh man! Indiana Jones and the Treasure. Ich hab keine Ahnung, wie die Raiders heißen. Of the Ark, Crystal Skull, hallo? Mann, ich hab keine einzigen. Da, Film Raiders of the Lost Ark ist Platz 4. Kenn ich nicht! Lass mich in Ruhe. Ich hab keinen Bock. Tschüss! Ich bekomme die Reise! Das ist Culture, ne? Nein. Doch. Culture Candela, wieso checkst du das? Culture, Cucumbers are evil. Healthy. Hä?
healthy? Sind sie nicht. Ist alles nur Wasser. Water. Und Wasser ist nicht gesund. Ja, wahrscheinlich. 3000 zu 0. Oh. Fruit. Läuft. Yellow? Okay. Egal, 3000 zu 0 für Matti. Jetzt dann geht's weiter zu People. People. I think life is precious. Precious. Awesome. Was? A gift Titanic? Meaningless, pointless, a dream fake about falling in love, an illusion, a game beautiful, not real! Ist das alles nur ein Traum? Hallo, das ist die Hälfte von bei Inception. Aber es steht schon mal 3000 zu 0. I am the one, the way your son need the blood to get. Okay, jetzt. Tattoos are ugly. Oh, Michael. Unhealthy. Bad for skin. Schade. Stupid. Oh Mann, ich wollte immer diese kurzen Wörter, die ich nicht aufschreiben will, weil ich denke, das ist zu einfach. Damit steht es aktuell 8000 zu 3000 für Tobi. Aber immerhin haben wir auf jeden Fall schon mal beide mehrere tausend Punkte. Hä, du bist doch nochmal dran. Nein. Mit Names bist du dran. Ah ja, stimmt ja. Sag ich doch. Okay, Names. Alan. Alan, goodbye. Kennt ihr niemand? Ja! Oh. Tobi, was? Dein Ernst? Dafür verschwendest du einen Versuch für einen schlechten Witz? Ja, ich kenne sonst keinen Alan. Was? Sorry, ich bin nicht so der sich mit Celebrities auskennt. Warte, bevor du deinen letzten Versuch gleich verschenkst, ja, darf zwei. Ich dann ein paar eingeben. Wie heißt denn der von... Das ist Alvin, nicht Alvin. Alan and the Chipmunks. Monks. Schade. Darf ich jetzt ein paar eingeben? Ja, okay. Nein, das nicht. Die hier sind jetzt nicht für Punkte, ich gebe nur einen, um zu gucken, ob ich richtig gelegen wäre. Alan Walker. Alan Rickman, dieses Jahr verstorben, der Schauspieler von Snape. Ich hätte jetzt 12.000 Punkte in der Kategorie. Vielleicht gibt's ja was. Nicht. Alan Jackson. Nein. Du hast gerade 0 Punkte geholt, ne? Es steht aber 8.000 zu 3.000. Es steht aber 8.000 zu 3.000. 9.000 zu 3.000. Helen Mirren. Hey, 9.000. Nur dritter Platz? 12.000 zu 8.000 steht das jetzt. Helen Mirren. Helen Bonham Carter. Keine die wird Helena heißt die. Mist. Zwei Versuche dafür verschwendet. 12.000 zu 8.000. Helen. 11.000 zu 8.000. 12.000. Du hast 3.000 gehabt, jetzt hast du 8.000. Entschuldigung, 11.000 zu 8.000. Ja, rechne erstmal. Lern erstmal rechnen. Helen lernt rechnen. Die neue Sendung. Ja. Helen of Troy. Ja, okay, da kommt ja keiner drauf einzugeben. Helena von Troy. 11.000 zu 8.000. Oh, das wird knapp. Why does my arm hurt? Are you kidding me? 21.000 zu 8.000. Ich kann das ja dann nicht mehr aufholen. Why does my arm... Mann, wieso kriegst du immer sowas einfach? Wird das so geschrieben? Nein, du Idiot. Das kenne ich sogar. Itch. Why does my arm itch? Numb. Twitch Go Numb, okay. Ja, da hätte man ja überall drauf kommen können. Ja, ist okay. Okay, Tobi, Finale 26.000 zu 8.000. Du musst ausgleichen, 18.000 Punkte holen. Easy. Let's go. Why do they call it? Wieso krieg ich so was Schweres und du hast so was Einfaches gehabt? Why do they call it? Wenn ich machen darf, dann... Zufrieden? Nein. Puberty. Sport. Wie soll man auf diese Antwortmöglichkeiten kommen? Das kannst du ja nicht ernst nehmen. So, das war also Google Food. Wie hat's dir gefallen? Konnte man das spielen oder hat es dir nicht gefallen? Ja, du hast ja gewonnen. Das macht natürlich was. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder darum freuen. Ich auch. Wenn ihr weitere Videos mit Google Food sehen wollt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Link zu dem Kanal von MasterTricksXL ist natürlich in der Videobeschreibung. Zu meiner rechten Seite seht ihr auf jeden Fall das letzte Video, das war das letzte Zelda Queen of Time Let's Play. Und zur unteren Seite seht ihr auf jeden Fall das letzte Let's Play mit meinem Bruder. Aber es steht schon mal 3000 zu 0. Ja. Lass es ungeschnitten. So wie immer. Musik und nichts. Okay. Hast du irgendwas noch zu sagen? Was?
My name is Oliver Queen. After 5 years in hell, I have come home with only one goal: to save my city. Others have joined my crusade. To them, I'm Oliver Queen. But to the outside world, I'm an ordinary forensic scientist. I am the Flash. No, I am the Flash. My name's Nein, Mario. Jetzt musst du... Oh, Matthias. Nein, the fastest Nein, man alive. Jetzt hättest du ruhig sitzen bleiben müssen. Kid, und ich hätte laufen müssen. Und ich... Impossible. Ich hätte Flash machen sollen. Hörst du mir zu? Ich hätte mich selbst als Flash animiert. Jetzt hast du alles kaputt gemacht. Now, tschüss. Next, wir sehen uns im nächsten Video. The impossible. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist, but secretly I use my powers to fight crime and other metahumans like me. I am the Flash.